Seid gegrüßt, meine geliebten Seelenleuchttürme. Heute gibt es mal wieder ein Energievideo. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Geschichte in unserem Seelenleuchtturmkanal von oder über einen Lehrer, der seinen Schülern einen Witz erzählt hat. Und alle haben gelacht. Und dann hat er den gleichen Witz nochmal erzählt und dann waren es nicht mehr viele, die das lustig fanden. Und er hat das wiederholt und wiederholt und am Schluss waren sie böse und haben gefragt, warum erzählen sie ständig denselben Witz? Und dann hat er gesagt, um euch zu zeigen, dass ihr nur einmal über was Schönes, über was Lustiges lacht, aber ihr regt euch immer und immer wieder auf über dasselbe und seid böse und seid wütend und getriggert eben. Und ja, meine Lieben, so geht's uns ja irgendwie allen, ja. Wir sind sehr anspruchsvoll bei dem, was an Schönem kommt und erfreuen uns dann einmalig. Das passiert ganz oft. Und wenn es dann zu einer Art Regel wird, dann ist es schon normal. Aber das, was problembehaftet ist, was uns herausfordert, was uns nervt, ja, was uns anstößt, da gehen wir immer wieder rein, immer wieder und immer wieder ärgern wir uns neu und sind in einer Gedankenspirale. Und es ist halt Kopfkino, ja? Ich hätte gerade lieber was anderes gesagt, Hirnkarussell eben. Und wie kommen wir da raus? Was machen wir in so Momenten? Wenn wir gefangen sind in unseren negativen Gedankengängen, in unseren Problemen, die sich immer wieder melden und uns nicht zur Ruhe kommen lassen, auch in der Nacht nicht, ja, oder wir wachen sogar davon auf. Und da gibt es ein paar kleine Tools, ein Handwerkszeug aus der Energiemedizin. Und wir machen das jetzt einfach mal miteinander. Also, ihr macht jetzt mit, wir denken jetzt einfach mal an eine Situation oder vielleicht seid ihr auch drin, dass wir ganz aufgewühlt sind, dass wir immer wieder den gleichen Gedanken haben, Sorgen und Ängste. Und in diesen Situationen setzen wir uns erstmal hin, entziehen uns dieser Situation. Und atmen. Liebe Leute, wir halten immer den Atem an, wenn es stressig wird. Wenn wir aufgewühlt sind, dann atmen wir nicht mehr. Das kommt auch noch aus diesem Urtrieben, ja, dass dann alles erstmal stockt und schaut, Flucht, Kampf, was ist jetzt zu tun? Und dann atmet man nicht. Wenn wir atmen, dann bewegt sich die Lymphflüssigkeit, dann kommt automatisch was ins Fließen. Und wenn wir bewusst atmen, dann ist unser Verstand auch abgelenkt und kann gar nicht mehr über Probleme sinnieren. Ja, also wir legen erstmal, das ist immer das Beste, wenn wir sitzen, eine Hand auf die Stirn, das ist die, oh mein Gott, Haltung, die machen wir schon intuitiv, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, wenn wir fast am Ende sind und da sitzen und denken, meine Güte, was ist los, ja, was ist los? Und das ist ganz wunderbar, alles, was wir intuitiv machen, weil hier entsteht jetzt Energie und die Energie, die jetzt im Körper ist, auf Flucht aus, geht jetzt wieder nach oben, weil wir hier die Energie hinsenden. Und wir atmen. Und um uns zu beruhigen, legen wir die andere Hand in den Nacken. So, und dann atmen wir. Eine schöne Methode, den Verstand mal kurz abzulenken, ist, dass wir durch die Nase einatmen und spüren, dass diese Luft kühl ist. Ja? Spürt mal rein.
Und jetzt atmen wir durch die Nase aus und dann ist die Luft warm. Mach das mal dreimal und nimm wahr, kühl, warm, kühl und warm. Und dann wird schon alles leichter und ruhiger in euch. Es fließt wieder da, wo es fließen soll. Und jetzt atmen wir durch die Nase ein. Dann ist es im Mund angespannt. Das ist gut so. Und beim Ausatmen entspannt der Gaumen. Deswegen ist diese Atmung besser. Durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Und als nächsten Schritt atmet ihr das Gute, das Lösende ein und atmet das Problem einfach aus. Und dann schüttelt ihr es weg, weg mit. Ein Problem ist was Gutes, weil es ist pro und nicht kontra bleiben. So, das ist ein wunderbarer Schritt, energetisch zur Ruhe zu kommen. Ihr gleicht die Energien aus, ihr atmet und atmet es aus. Und dann nehmt ihr euer Problem, was immer und immer wieder auftaucht in eurem Kopf und was ihr vielleicht auch verdrängt. Und vielleicht meldet es sich ja deswegen immer. Und dann sagt ihr Problem. Antanzen. Und dann sprecht es aus. Was ist jetzt das Problem? Oder schreibt es auf. Und dann nehmt ihr es und stellt euch die Frage, kann ich es jetzt lösen? Was kann ich jetzt in diesem Augenblick tun, damit sich dieses Problem verflüchtigt? Vielleicht gibt es ja was. Vielleicht bekommt ihr einen Impuls, der sagt, ihr könnt das und das machen. Ihr könnt da anrufen, ihr könnt jemand ansprechen darauf, ihr könnt handeln. Ja? Dann ist der erste Schritt getan und es geht euch besser. Oder ihr erkennt, ich kann nichts tun. Es ist jetzt nicht zu ändern. Ich lasse es jetzt und dann könnt ihr es auch in euer System einspeisen. Ich kann es im Moment nicht ändern, also lasse ich es gehen. Und es muss sich nicht jeden Tag melden. Und wenn es sich meldet, dann sage ich, kann ich was ändern? Nein. Ich bin im Hier und Jetzt und ich empfange die Impulse, aber hier, jetzt kann ich nichts ändern. Also geh mir nicht auf die Nervenproblem und wartet mal ab, ob sich noch etwas tut. Weil das ist genau das, was man in der Quantenheilung macht. Wenn ich jetzt sage, bitte, nächster Gedanke, bitte liefer mir den nächsten Gedanken. Mach das mal. Universum, nächster Gedanke. Dann kommt nämlich nichts in der Regel. Und das ist Quantenraum, ja, das ist ein reiner heilender Raum, der dann ein paar Sekunden entsteht, weil wir merken, da ist jetzt gerade gar nichts, einfach nur Frieden. Das sind die Dinge, die ich heute euch mit auf den Weg geben möchte, die ich auch immer selber mache, denn wir haben hier auch unsere Herausforderungen, wir haben ein etwas wilden Nachbarn und wir dürfen nicht immer alles auf uns beziehen. Ja? Dazu neigen wir, dass wir denken, der schreit jetzt wegen uns darum. Oder selbst wenn er uns gezielt anschreit, das ist nicht in uns, was in ihm ist. Das können wir ihm zurückgeben, dieses Problem.
Und noch was ganz Wichtiges am Schluss. Wir sagen ja immer, oh, der hat uns jetzt Energie genommen. Oder der oder die, die saugen an uns. Dieses Problem saugt mir die Energie weg. Ganz so ist es nicht. Natürlich geht diese Energie erstmal runter und wir merken das am Armtest, dass unsere Kraft weggeht. Aber Leute, alles um uns herum ist Energie, in uns ist Energie. Wir können sie sofort wiederholen, ja? Wenn wir die Techniken wissen. Uns kann keiner Energie rauben, mal ganz kurz. Aber wenn wir die Techniken und die Methoden kennen, holen wir es uns sofort wieder und sind in der Kraft. Und das ist das, was wir oder ich hier vermittle und was wir jetzt, ja, bald face-to-face vermitteln, diese Techniken und Methoden aus der Energiemedizin. Wir machen nämlich einen Face-to-Face-Workshop hier in Eitorf im Juli. Wer da Interesse hat, wir werden es bald bekannt geben und ich freue mich so sehr, dass ich bald wieder Menschen umarmen kann und mit Menschen live arbeiten darf. Ach, apropos hier, das ist auch eine Methode, um sich zu beruhigen, dass wir die Oberarme streichen. Denn das sind wir gewöhnt, als wir Baby waren, dass man uns so berührt hat. Und das ist in uns und das bleibt verankert für immer. Nehmt die Arme über Kreuz und streicht über die Oberarme. Und dann klopfen wir es noch aus und sagen, alles ist gut, wie es ist. Und ich lasse es fließen. Und das Problem löst sich von ganz alleine auf. Und so ist es. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich schicke euch ganz viel Liebe und ganz viel Energie und sag bis bald. Muah.